Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Europa-Maskenreise für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, den Trailer, Vorspann, diesen Teil des Videos, drehe ich jetzt gerade, nachdem ich die letzte Maske des Videos gemacht habe. Ja, und genau. Ich habe ungefähr eine Woche lang, ein bisschen länger, weil ich mal einen Tag ausgesetzt habe und so, mich durch ein paar Masken getestet, bin dann durch Europa gereist, weil wir können jetzt ja eh nicht durch die Welt reisen und da habe ich mir gedacht, warum das nicht einfach mal mit Masken machen? Keine Ahnung, manchmal ist in diesem Kopf etwas los, das werdet ihr im Laufe des Videos merken, weil ich diese Videos abends gedreht habe, da bin ich ein bisschen anders. das muss nicht jeder verstehen, was da manchmal abgeht. Genau. Hier habe ich echt einen Haufen Masken und diese Tubenmaske, die ich in dem Video mit euch zusammen gemacht habe. Ich verlinke euch alle Produkte, wenn ich sie finde, unten in der Infobox. Die kommen aus Beautyboxen. Die habe ich in Kooperation zugeschickt bekommen. Die habe ich von lieben Freunden, von Zuschauern, von ganz lieben Menschen zugeschickt und ja, einfach so bekommen. Dann werde ich auch noch dieses wunderschöne Tool von PMD euch noch ein bisschen intensiver zeigen, weil ich damit so Produkte einarbeiten werde. Und auch von Mizon meine Hyaluron-Eye-Patches, wo ihr mich immer wieder nachgefragt habt, welche Eye-Patches ich verwende, die in Pöttchen drin sind. Ich habe hier aber auch noch welche drin, die einzeln verpackt sind. Und es sind definitiv mehr als nur 7 Masken. Ihr seht es ja, wenn ihr schon mal euch selber spoilern möchtet. Unten in der Infobox, da sind nämlich ja, wie gesagt, die Produkte aufgeführt. Jo, ihr Lieben, ich würde sagen, los geht's. Ja, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich öfters in diesem Outfit sehen, ne? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich trage mein Haarturban. Das ist so ein von Glove und der ist hinten gerissen. Deswegen habe ich da so eine Haarspange reingemacht, damit das hier hinten zusammenhält. Und mein Bademantel, den ich liebe, der ist von C&A. Ja, was ich immer unter der Dusche mache, ist halt ganz normal mein Gesicht zu reinigen. Und ihr werdet auch dieses Tool öfters sehen. Das ist von PMD, der Rose Quartz Vibrationsmoped-Gedönsen. Mit der Seite mache ich mein Gesicht sauber und das hier werde ich gleich verwenden, um das Serum einzuarbeiten. Verlinke ich euch, wenn ihr möchtet, in der Infobox. Da ist auch ein Rabattcode eigentlich mit dabei. Und wenn ich Tuchmasken verwende, die ich nicht nachher abwaschen muss, verwende ich vorher den Toner. Sonst verwende ich den nämlich nachher. Da verwende ich aktuell von Libo das Gesichtswasser und das besteht zu 100% aus Neurosteralyt. Auch das habe ich zugeschickt bekommen. Wollte ich einfach nur, damit ihr komplett Bescheid wisst, mit einfügen, nicht dass jetzt irgendwie, ne? Genau. So sieht jetzt meine Haut einfach mal komplett gereinigt nach der Dusche aus und ich hole euch erstmal ein bisschen näher ran. Dann schauen wir uns das Elend mal von nahem an. Man sieht hier, meine Nase ist furze trocken und das wird sie auch wahrscheinlich bleiben, denn das macht keine Maske wieder heile. Im Laufe der Woche, wo ich jetzt ja die Masken mit euch zusammen auftrage, wird das wahrscheinlich besser werden, aber ich mache mir da nicht die allzu großen Hoffnungen. Genau, ansonsten habe ich eine relative trockene Haut, die jetzt durch das Gesichtswasser ein bisschen beruhigt worden ist. Ja, sie fühlt sich okay an. Sie spannt jetzt aktuell nicht, weil ich eben den Toner schon aufgetragen habe. Ansonsten würde sie jetzt mega spannen. Ich habe hier Unreinheiten. Das heißt, das ist jetzt auch so ein bisschen dieses Vorherbild, was ihr bekommt, ne? Das, ja, genau. Hier auch Unreinheiten, da so ein bisschen Rötung. Genau, so sieht meine Haut quasi ganz normal aus. Und wir möchten unsere Europareise beginnen mit der Seven Wonders Amazonian Acai Revitalizing Mask, eine klärende Maske. Und die ist von Leaders und das kommt aus Belgien. Hatte ich heute in meiner My Little Box und im Prinzip hat mich diese Maske dazu animiert, mit diesem Video zu starten. Genau, weil ich hatte, glaube ich, noch nie eine Maske aus Belgien und dann fand ich das spektakulär. Genau, das ist eine Tuchmaske, die lasse ich gleich 20 bis 25 Minuten drauf und ja, die kommt jetzt auf mein Gesicht. Fühlt sich an, als wäre da richtig viel Feuchtigkeit drin. Deswegen drehe ich die einfach nochmal um, damit sich die Feuchtigkeit auch so in dem Tuch verteilt. Diese Maske schützt die Haut vor Stress, indem es hilft, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren, die Hautelastizität unterstützt und hilft, einen matten Teint zu erfrischen. Ja, dann erfrische mal. Yep, die ist mit Feuchtigkeit durchzogen. Der Sitz, die Passform, ja, ne? Ist ausbaufähig, um das mal so zu sagen. Sie fühlt sich aber angenehm auf der Haut an und ja, dann lassen wir die jetzt einfach mal 25 Minuten drauf, ne?
So, da bin ich jetzt wieder in meinem wunderschönen Pünktchen-Pyjama. Genau, die sollte jetzt klären und ausgleichen. Hat sich super auf der Haut angefühlt. Also das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das war auch so ein bisschen kühlend und das war wirklich, es war angenehm. Und jetzt nehme ich die mal runter. Man soll nämlich jetzt einfach die Maske abnehmen und die Reste einmassieren. Joa, gucken wir uns das Ganze mal von nahem an. Das hat jetzt noch ganz viel Feuchtigkeit drauf, was ich gleich einarbeiten werde. Ich finde schon, dass mein Hautbild so ein bisschen beruhigter aussieht. Und ich finde auch irgendwie, dass sie Feuchtigkeit gespendet hat. Also das ist eine ganz interessante Maske, die sowohl klärt, weiß nicht, also ich hatte jetzt so keine Unreinheiten, die ausbrechen wollten, um das mal so zu sagen, als auch tatsächlich Feuchtigkeit spendet. Das gefällt mir. Das ist eine Maske, die ich mag. Aber ich arbeite sie jetzt erstmal ein und dann gucken wir, wie es dann aussieht. Aber so ist das ein feines Hautbild, ne? Kann ich mich nicht beschweren. Dann nehme ich mir hier diese Rosenquarzseite. Und oh, es ist aber gar nicht so viel Feuchtigkeit. Das heißt, so viel habe ich jetzt nicht einzuarbeiten. Das heißt, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller rüber. Ich hatte mir auch auf meinen Hals und auf mein Dekolleté den Rest von dem Serum gegeben. Deswegen gehe ich da auch ein bisschen entlang. Ich gehe da halt mit den verschiedenen Vibrationsstufen einfach drüber. Und schiebe mein Gesicht ein bisschen durch die Gegend. Okay. Es kitzelt immer so an der Nase. So, und dann den Rest mit den Händen so eintapern. Doch, fühlt sich gut an. Hab auch keine Würstchenbildung oder sowas. Das ist ja auch immer so eine Sache bei diesen Masken. Aber nee, ihr seht es jetzt ja auch von nahem. Sieht schön aus, es sieht beruhigt aus. Das sieht angeglichen aus. Mag ich. Also, Seven Wonders, ich weiß nicht, was deine sieben Wunder sind, aber du hast es gut gemacht, ne? Die Leaders-Maske. Cool. Heute ist der zweite Tag. Heute ist Freitag. Ich habe eben ein Gesichtspeeling gemacht, ich habe ein Körperpeeling gemacht und mein Bademantel befindet sich leider in der Wäsche, weswegen ich dieses ultimativ sexy, krasse Outfit hier anhabe. Und ja. In diesem Fashion-Outfit sehen Sie unten ein paar Schlappen. Dann als Hose eine ja, wunderschöne Kombination aus Wickelei und Handtuch. Darüber ein Top, darüber ein Kuscheloberteil und das Ganze wird getoppt von einem Haarturban. Herzlich willkommen im realen Leben, würde ich sagen, oder? Ich lieb's. Ja, okay. Ich habe gestern etwas vergessen, was ich tatsächlich heute noch hinzufügen möchte. Und zwar, eigentlich trage ich immer, wenn ich Masken verwende, also sei es eine Crememaske oder sei es auch eine Tuchmaske, dass ich mir Augenpatches drauf mache. Da habe ich hier von Mizone meine Original Skin Energy Hyaluronic Acid Gel Eye Patches. Die habe ich mal von YesStyle in der Kooperation zugeschickt bekommen und die habe ich halt auch in reger Anwendung und die wollte ich euch gerne jetzt auch einfach mal zeigen. Genau, ich hole euch einfach mal näher ran, dann könnt ihr euch mal mein aktuelles Hautbild angucken. Denn es hat sich dann doch etwas getan gestern. Also es war ja eine klärende Maske, die ich verwendet habe. Sie war hautberuhigend und klärend. Klärend heißt aber auch in dem Sinne, dass alles, was demnächst rauskommen könnte, schon mal rausgehauen wird. Das heißt, Mr. Fred, der 18., hat sich hier unten eingenistet und ja, lebt ganz entspannt vor sich hin, möchte aber dann vielleicht in den nächsten Tagen verschwinden. Man weiß es nicht, er hat seine Anreise noch nicht angekündigt, seine Abreise. Ja, ansonsten, ja, jetzt nach dem Gesichtspeeling und so habe ich eine ganz gute Haut, finde ich. Also es gefällt mir eigentlich vom Hautbild. Dennoch möchte ich heute mit euch ja eine Maske verwenden. Ich mache mir jetzt aber flugs erstmal die Augenpatches drauf, weil, ja, meine Augenpartie braucht eigentlich immer eine gewisse Extrapflege. Habe ich auch schon gut welche von aufgebraucht und ich finde es, ich sage es ja auch immer wieder, ich finde es klasse, wenn man halt so ein Pöttchen hat, wo dann so 60 Stück drin sind und du dann für 30 Anwendungen was drin hast, ne? Und ja, es ist irgendwie ein Stück weit, ups, nachhaltiger und das ist so angenehm. Ich liebe Augenpatches. Oh, ich könnte den ganzen Tag nur mit Augenpatches rumlaufen und ja, die klatsche ich mir jetzt einfach mal so drauf, ne? Die hatte ich schon mal, die habe ich jetzt aber nochmal von der lieben Margret zum Geburtstag bekommen. Und das ist die Love the Earth Blooming Rose Bamboo Face Sheet Maske. Ist vegan, ist aus Holland, also herzlich willkommen in Holland. Da sind wir jetzt in unserer Europareise angelangt. Und diese Maske soll was machen?
Gesichtsmaske aus Vlies für normale Haut, angereichert mit Rosenwasser. Ich liebe Rosenwasser. Vegane Rezeptur, 100% biologisch abbaubare Bambus-Vliesmaske, 75% biologisch abbaubare Verpackung. Ja, nicht auf gereizter, geschädigter, entzündeter, gepielter. Oh, ich habe gerade gepielt, da dumm. Oder sonnenverbrannte Haut anwenden. Aber ich habe eine ich habe ein wirklich leichtes Peeling, ne? Ich glaube, das ist okay. Meine Herren, da sind aber viele Warnhinweise drauf. Was soll die machen? Steht nicht drauf. Man soll die Erde lieben und eine schöne Haut kriegen, ne? Also ihr seht, die ist wirklich super, super nass. Oh, ist die schön. Die ist gerade so richtig feucht und, oh, angenehm auf dem Gesicht. Ach, nicht auf gepielte Haut verwenden, von wegen. Meine Haut saugt das gerade auf, als gäbe es keinen Morgen mehr, Leute. Das restliche Serum verteile ich mir gleich noch auf dem Hals und auf dem Dekolleté, was in diesem Sachet drin ist. Da ist noch einiges drin und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, ne? Ja, ich werde mich jetzt quasi eincremen, umziehen und dann bin ich gleich wieder da. Tada, da bin ich wieder und ich habe auch ein T-Shirt an und ich habe auch wieder eine Hose an. Eine Seltenheit auf YouTube. Leute, ich sag euch das. Okay. Ja, die Maske fühlt sich gut an. Ich könnte die theoretisch auch noch länger drauf lassen, weil die halt noch richtig, richtig, richtig Feuchtigkeit hat. Aber die Feuchtigkeit werde ich gleich schön in mein Gesicht einarbeiten. Ich nehme die jetzt runter und ihr seht es, ne? Wie nass mein Gesicht ist. Ich gehe jetzt hier auch noch ordentlich mit diesem Rest vom Schützenfest drüber. Presse da noch ein bisschen was raus. Ich hatte auch eben schon das auf meinen Hals und Dekolleté aufgegeben, was noch in der Tasche drin war, in der Tüte. So, und nehme jetzt die Augenpatches runter. Es fühlt sich einfach gerade so richtig an in meinem Gesicht. Okay, und jetzt werde ich das einarbeiten. Ja, jetzt sieht man auch nur, das gleitet da so richtig rüber. Und ja, da ist ordentlich viel Serum am Start. Würde ich jetzt einfach nur gleich meine ganz normale Augenpflege und Nachtpflege auftragen und das war's, ne? Ja, und? Ich finde, dass meine Haut jetzt ein bisschen beruhigt worden ist. Ich finde, dass meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt worden ist und dass sie einfach gepflegt wurde. Viel anderes hat die Maske nicht gemacht, aber hat sie auch nicht versprochen, ne? Also die hat ja nichts versprochen, was sie machen sollte. Einfach nur, dass sie für normale Haut da ist. Ja gut, ne? Hat mir auf jeden Fall gut gefallen und so sieht jetzt mein Gesicht aus an Tag 2. Heute führen wir unsere spektakuläre Europareise fort und reisen nach Dänemark. Da hatte ich in der Spezialausgabe der Goodiebox die Mikura-Maske, die Bubble Mask Facial Cleansing Sheet Mask with Bubbling O2 and Soap Technology. Also das soll die halt wirklich richtig intensiv die Poren reinigen und quasi mit diesem Sauerstoff rein und den ganzen Schmodder rausholen, den quasi die Maske, die ich vor 2 Tagen gemacht habe, hervorgeholt hat, indem sie ja quasi diese Ausreinigung hervorgerufen hat. Genau. Ja, Mr. Fried der 18. hat sich auch mittlerweile verabschiedet, was ich sehr freundlich von ihm fand. Er ist von ganz alleine gegangen. Ich würde schon sagen, dass diese Maskenwoche meinem Gesicht gut tut, denn mein Gesicht sieht irgendwie viel beruhigter aus. Ja gut, es ist jetzt ja auch gerade der 2.1., das heißt, ich hatte auch ein paar freie Tage, von daher ist sowieso alles etwas ausgeschlafener bei mir. Aber trotzdem finde ich, dass meine Haut besser aussieht, dass sie beruhigter aussieht, dass sie irgendwie frischer aussieht als sonst. Und deswegen, ja, finde ich das gerade gut, dass ich auch die Maskenwoche mache. Das passt einfach gerade rein. So, sagen wir es einfach mal so, dass ich von innen und von außen gereinigt werde. Dies ist eine von den Masken, die mich aussehen lassen werden wie ein Schneemann. Das heißt, das wird halt aufschäumen und so richtig... Ja, man sieht, dass sie jetzt schon abgeht wie ein Zäpfchen. Also die fangen jetzt schon an, sich zu entwickeln, die Blubbles. Und dann würde ich einfach mal sagen, Alexa, stelle einen Timer auf 8 Minuten. 8 Minuten ab jetzt.
Alexa, stopp. Ja, offensichtlich sind 8 Minuten rum. Ich muss gestehen, dass ich erwartet hätte, dass da mehr kommt. Denn ich hatte auch schon solche Bubble Masks, die deutlich mehr abgegangen sind. Also, ne, die halt wirklich so krass geschäumt haben, dass mein Mund zu war, dass meine Nase zu, meine Augen zu waren. Aber das finde ich eigentlich gut, dass es so ist. Weil so habe ich halt noch die Möglichkeit zu reden, zu atmen und zu gucken. Also das ist wirklich positiv. Hier unten ist entweder was weggerutscht oder ich habe das aus Versehen eben weggewischt, als ich da dran gekommen bin. Das weiß ich nicht. Vom Gefühl her ist es übrigens sehr angenehm. Also man merkt, dass es so ein bisschen blubbelt oder so, ne? Aber es ist nicht irgendwie, dass ich irgendwelche Dämpfe in die Nase kriegen würde. Das heißt, dass da jetzt irgendwelche Kramsachen kommen würden oder so. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Gerade für eine Bubble-Maske ist das auch interessant, glaube ich, zu wissen. Und es reizt nicht in den Augen. Es fühlt sich angenehm an. Wirklich. Es juckt ein bisschen dadurch, dass es halt so prickelt, ne? Also kitzelt vielmehr. Aber es ist jetzt nicht unangenehm. Ich habe natürlich die Reste von der Geschichte, die auf meinem Gesicht waren, auch noch einmassiert und dann habe ich es erst abgewaschen, so wie es ja auch auf der Verpackung stand. Und wenn man das so einmassiert, dann wird es natürlich so diese cremige Textur so ein bisschen, ne? Weil du dadurch ja die Bubblesgröße verkleinerst und dann ja nur noch das Produkt auf dem Gesicht hast. Und ihr merkt es, ich kann gar nicht aufhören, mir ins Gesicht zu fassen, weil sich das so unglaublich weich anfühlt. Richtig, richtig schön. Ja, ich habe eine rote Nase. Die glänzt aber auch richtig krass, ne? Wahnsinn. Und wenn man sich das jetzt auch so von Namen anguckt, ich finde, das sieht gut aus. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, das habe ich oft bei diesen Bubbles-Masken, dass meine Haut dadurch auch so ein bisschen gerötet wird oder irritiert wird, ist die jetzt gar nicht, ne? Also es fühlt sich gut an. Ich finde, dass es auch sehr geklärt aussieht und ja, es gefällt mir wirklich gut. Also da muss ich wirklich, wirklich sagen, dass diese Mikura-Maske eine absolute Empfehlung ist. Und wir werden es dann auch in den nächsten Tagen sehen, wie die Haut sich dann auch vielleicht noch entsprechend verändert. Ja, ob die dann quasi noch diese ganze Rotz-Iba-Sache aus den Poren rausholt, die da drin geschlummert haben, um das mal so zu sagen. Das hast du ja oft bei diesen klärenden Masken, ne? Und ja. Oder wie das halt sich so weiterhin verhält. Ich habe auch noch heute, also hier in diesem Video, aber nicht heute für mich am 2.1., sondern für euch in diesem Video, eine Peel-Off-Maske, die wir wahrscheinlich morgen versuchen werden. Muss ich mal gucken, wie meine Haut dann auch so ist. Und ja, gut, Leute, ne, Dänemark hat's gut gemacht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Nice. Empfehlung. Heute ist der 4.1. und ich möchte gerne heute mit euch in 2 verschiedene Länder reisen. Zum einen habe ich von W7 die Metallic Easy Peel Face Mask mit Retinol. Genau, die kommt aus England und das gehört ja auch zu Europa. Und genau, die werde ich gleich mit euch zusammen machen. Und danach werde ich von IDC Institute die Facial Mask mit Aloe Vera verwenden. Die kommt aus Spanien und die habe ich von der lieben Marie geschenkt bekommen zu Weihnachten. Genau, die beiden Masken werde ich nacheinander verwenden. Gestern habe ich einmal ausgesetzt mit den Masken, weil ich einfach keine Lust hatte, um ehrlich zu sein. Ich war ein bisschen platt und die Couch hat gerufen. Bevor ich eine Peel-Off-Maske verwende, die ja eigentlich, also meiner Meinung nach, etwas schwierig für meine sehr sensible Haut ist, mache ich gerne ein paar Vorkehrungen. Zum einen verwende ich ein Lippenbalsam. Da habe ich jetzt hier das Object of Affection. Das hatte ich, also von Tease, ne? Das war mal irgendwo in einer Beautybox mit drin. Das gebe ich mir gerne auf die Lippen. Des Weiteren nehme ich mir auch wieder die Hyaluron Eye Patches, die ich unter meine Augen mache. Denn Lippen und Augen, untere Augenpartie, ist halt quasi das Sensibelste, was ich so in meinem Gesicht habe. Und das möchte ich gerne schonen. Ich zeige euch aber kurz nochmal das Vorherbild. Genau, so schaut meine Haut jetzt heute aus. Und ich finde, die sieht eigentlich aktuell echt gut aus, oder? Die W7 Peel-Off-Maske war, glaube ich, in der ersten oder sogar in der zweiten Elektra Beauty Box mit drin. So, man sollte natürlich, wenn man sich Peel-Off-Masken aufträgt, bedenken, dass diese Geschichten nicht nur Peel-Off für die Haut bedeuten, sondern auch für die Härchen, die sich auf der Haut befinden. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch das ein oder andere Härchen damit ausreißt. Das ein oder andere feine Härchen, ne? Ja, ich habe meine Augenbrauen tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr gezupft.
Das heißt, auch wenn ich mir die hier zwischen aufgeben werde, werde ich wahrscheinlich ein paar Härchen mit rausreißen. Ich bin da aber sehr, sehr vorsichtig, wenn ich die Masken auftrage und habe dafür mir hier so ein Schälchen hingelegt. Das müsste aus einer Luxury-Box oder aus einer Barbara-Box oder Brigitte-Box sein. Und dann habe ich hier aus einer Glossy-Box, Barbour Limited Edition Geschichte, diesen... Ja, eigentlich ist es so ein Face-Pinsel, den kannst du auch zum Foundation-Auftragen nehmen, nehme ich aber sehr, sehr gerne zum Masken-Auftragen. Was soll die überhaupt machen? Deep Cleaning and Purifying, also die soll verfeinern und reinigen. Contains Retinol, Ginseng und Vitamin E, die enthält Retinol, Ginseng und Vitamin E für normale, trockene und ölige Haut, also im Prinzip für jede Haut. Das entfernt gently, also freundlich, also sanft. Tote Hautzellen, damit alles ein bisschen ja, gleichmäßiger, ebenmäßiger, reiner und ausstrahlender aussieht, genau. Und Retinol in so einer Maske finde ich eigentlich persönlich sehr, sehr interessant, weil Retinol ist ja eigentlich ja, ein ganz guter Inhaltsstoff, ne? Den trägt man sich auch gerne als Serum aufs Gesicht auf. Ich müsste auch aktuell ein Retinol-Serum bei mir in Anwendung haben. Das sieht richtig schön aus. Also ein schönes Farbenspiel. Gefällt mir auf jeden Fall. Mal gucken, ob das auf meinem Gesicht jetzt auch so wirkt. Kann ich ja auch ganz entspannt sein und theoretisch das auch über die Patches auftragen. Das heißt, da muss ich jetzt nicht aufpassen. Je dicker du das aufträgst, desto schwieriger wird es sein, dass die Maske komplett runtertrocknet. Also du musst hier auch nicht viel machen. Ne? Du kannst es theoretisch auch sehr, sehr dünn auftragen. Super, dass genau jetzt mein Akku blinkt. Ich glaube, hier ist gerade irgendeine Schraube runtergeflogen. Nicht, dass ich hier gleich vom Stuhl falle, Leute. Ja, so schaut es dann aus, wenn man die Maske aufgetragen hat. Ich finde, dass es sehr, sehr cool aussieht. Also ich mag dieses lila Reflektierende. Ich habe jetzt auch tatsächlich bewusst die Maske an fast allen Stellen aufgetragen, wo das Ganze auch etwas problematisch und schmerzhaft werden könnte. Sprich, auf der Nase könnte es schmerzhaft werden, auch gerade an den Nasenflügeln. Oberlippe, weil die habe ich schon länger nicht mehr enthaart, Leute. Ja, und zwischen den Augenbrauen, ne? Das Ganze darf ich jetzt drauf lassen, so ungefähr 15 Minuten, bis es trocken ist. Ich finde schon, dass man jetzt schon sehen kann, wo es mir nachher wehtun wird. Vor allem wegen der Härchen, ne? Also hier so Stirn ist bei mir immer sehr behaart. Hier geht die Party auch ab. Hier wird es ein bisschen länger dauern, bis es trocken ist, weil es fließt halt runter. Ne? Ich hätte es dünn aufgetragen, aber das Ganze fließt vor allem. Hier sieht man das auch dann runter und nach einer gewissen Zeit kannst du es halt nicht mehr richtig verteilen, weil ja, Schwerkraft und so, und dann trocknet das Kram und dann ist es fisselig. Aber ja, die Farbe von der Maske gefällt mir und ich glaube, ich mache gleich erstmal eine Insta-Story davon. Ne? Wir warten jetzt erstmal, bis der ganze Kladderadatsch trocken ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich suche mal eben die Schraube von meinem Stuhl. Jo, 15 Minuten sind um, eigentlich sogar ein bisschen länger, ne? Also ich würde sagen, ich habe die jetzt eine halbe Stunde draufgelassen. Die Augenpatches kann ich schon mal runternehmen. Oh, das ist immer so eine Wohltat. Ich liebe Augenpatches, Leute. Ein Traum. Und ja, genau. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass die wirklich easy peel-off ist und nicht jetzt irgendwie schwierig wird. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel dieser Punkt hier unten noch ein bisschen nicht ganz trocken ist. Aber ich habe immer Angst, wenn ich die länger als das Doppelte von der Zeit drauf lasse, was draufsteht, dass die Maske dann quasi sich so an mein Gesicht festtackert, dass ich die nicht mehr runterkriege. Naja, jetzt versuche ich die mal runterzunehmen. Au, Alter, das tut schon mal weh. Okay, wir sind gespannt, weil das hat sich jetzt nicht so schnell gelöst. Bei Masken, die nicht wehtun, hat sich das dann eigentlich jetzt schon gut gelöst, aber... Okay. Oh ja, da habe ich Haare. Oh, die Maske tut weh, Leute. Oh, nix easy. Mm-mm. Oh, mir schießen die Tränen in die Augen, Leute. Das sag ich euch. Hast du irgendwas gemacht? Wehe, du hast nichts gemacht. Boah, tat das weh. Au. So, ja. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Es tut einfach gerade alles nur weh. Ich hole euch mal näher ran. Also easy peel off, ne? Wohl nicht. Wie sieht meine Haut aus?
in erster Linie enthaart. So viel kann ich schon mal sagen. Gereizt, gerötet. Wie fühlt sie sich an? Weich. Aber es tut einfach weh. Also ich freue mich jetzt auf die nächste Maske, die ich jetzt mit euch zusammen mache, weil die Haut beruhigend sein wird. Aber das ist echt der Grund, weswegen ich keine Peel-Off-Masken mehr mag. Ne? Das ist einfach... Au, oh, da mache ich lieber ein normales Gesichtspeeling, ganz sanft und angenehm. Ne? Ja, es fühlt sich jetzt so an, als würde meine Haut aufatmen, als hätte ich jetzt tote Hautschüppchen entfernt. Ich sehe nicht, dass da irgendetwas sich in diese Maske außer meine Haare gegeben hätte. Bevor ich jetzt aber eine Maske mache, gebe ich mir noch einen Toner kurz drüber. Oh, das tut gerade gut. Okay, und die nächste Maske ist ja von IDC Institute, Facial Mask with Aloe Vera, Cooling and Moisturizing. Und ja, die kommt jetzt drauf. Also auf nach Spanien, Leute. Andale, andale. Wie lange lasse ich die denn drauf? Auch 15 Minuten. Ja, damit komme ich klar. So, die haben wir hier drin. Ja, die Passform ist jetzt nicht ganz so bombastisch, ne? Aber die fühlt sich richtig gut gerade an, gerade nach dieser... kleinen Eskapade auf meiner Haut. Oh, das restliche Serum wird natürlich auf dem Hals und dem Dekolleté gleich verteilt. Und jetzt darf die erstmal 15 Minuten auf meinem Gesicht chillen und dann gucken wir gleich mal weiter. Circa eine halbe Stunde war die Maske jetzt drauf. Die ist natürlich hier an der Nase schon recht schnell trocken geworden, weil ich habe auf der Couch gelegen und ich habe durch die Nase geatmet. Ne? Ansonsten ist sie noch sehr, sehr schön mit Feuchtigkeit durchtränkt und da war auch noch ordentlich Feuchtigkeit in der Verpackung drin. Und ja, das war richtig gut. Also ich hätte sie auch noch länger drauf lassen können, aber ich möchte so langsam ins Bett. Ich möchte jetzt tatsächlich die Reste mit den Fingern einmassieren, weil ich das jetzt einfach gerade brauche. Ja, ich muss gestehen, jetzt in Kombi ist es wahrscheinlich eine richtig gute Geschichte für die Haut gewesen. Ne? Mein Freund hat das eben kommentiert mit, hä, du hast ja schon wieder eine Maske drauf. Hast du dir eben erst das ganze Fett von der Haut runtergerissen und machst es jetzt wieder drauf? Grob, ja. Ja, aber sie fühlt sich super, super weich an. Sie fühlt sich gepflegt an. Sie fühlt sich schon angeebnet an. Also es hat schon Sinn gemacht, jetzt direkt diese Aloe Vera Maske danach zu machen. Ja, aber wie gesagt, vielleicht wäre es auch vollkommen ausreichend gewesen, wenn man ein ordentliches Gesichtspeeling macht und dann die Aloe Vera Maske da drauf gibt. Meine Haut ist jetzt auch ganz, ganz klebrig. Und das... Oh. Es fühlt sich nach Pflege an. Man sieht es jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Die Haut ist mit Feuchtigkeit gut versorgt. Sie glänzt schön. Sie ist wieder so ein bisschen aufgepolsterter. Ne? Also sie ist schon, ja, es ist, ich glaube, das war wirklich gut. Aber ja, wie gesagt, es war schmerzhaft. Also war es das wert? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wie gesagt, eher ein Gesichtspeeling und dann halt diese Aloe Vera Maske, weil die ist jetzt richtig gut. Die tut mir auch so gut. Oh, Leute, Wahnsinn. Das kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, liebe Marie, da hast du mir echt eine schöne Maske geschenkt. Ja, und sie sollte ja auch mit Feuchtigkeit versorgen und kühlen. Das hat sie auch gemacht. Also meine Haut hat sich auch die ganze Zeit sehr so angefühlt, als würde gerade von außen so Feuchtigkeit kommen. Leute, auch wenn ich gestern erst noch einen Beitrag bei WDR oder so gesehen habe, dass man sich theoretisch auch ein feuchtes Handtuch aufs Gesicht legen könnte, für mich ist es einfach Spa, es ist Me-Time und ich mag das einfach gerne. Und für mich fühlt sich das auch einfach besser an. Es ist auch eine gewisse... dran glauben Geschichte, ne? Irgendwo. Enthält Aloe Vera mit feuchtigkeitsspendender und erfrischender Wirkung. Ja, definitiv. So, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen müde. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt noch ganz entspannt einziehen. Mache dann aber gleich auf jeden Fall noch eine Feuchtigkeitscreme drüber. Das ist jetzt für mich eher der Serumersatz gewesen. Und natürlich auch noch eine Augenpflege. Die Haare werden gleich noch eben durchgekämmt. Und dann haue ich mich auch in die Haier. Und wir sehen uns gleich wieder. Bonjour, bonjour! Heute geht es nach Frankreich und zwar werden wir diese Maske von Garnier verwenden und Garnier gehört zu L'Oréal tatsächlich, die sitzen in Frankreich und diese Maske habe ich von der lieben Margret in einem Weihnachtspaket geschenkt gekriegt, vielen, vielen Dank und die hatte ich glaube ich auch schon oder so eine ähnliche davon, ich weiß nicht, das ist nämlich die Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske, die belebt und sorgt für
Ausstrahlung, okay. Super einfach anzuwenden für jede Gesichtsform. Da bin ich ja immer gespannt, da bin ich ja immer skeptisch und einfach selbst gemixt. Das finde ich auch immer sehr ulkig. Diese Maske muss man knicken, das heißt, ich knicke sie. Gibt es da eine vorgegebene Richtung? Nee, ja, doch. Ich muss erst diese Seite knicken. Da muss ich diese Seite knicken. Und ich habe mich das letzte Mal auch schon gefragt. Ich glaube, die habe ich sogar in der Maskenwoche mit euch mal zusammen gemacht. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, warum man das nicht direkt zusammen macht. Und warum man das extra mixen muss. Dann muss man nämlich hier unten drücken. Dann geht das Serum ganz fresh und fröhlich oben in, in das Tuch rein. Zack. Man hat auch noch richtig viel Serum nachher über. Das gebe ich mir auf Gesicht, Hals und Dekolleté, as usual. Dann muss man das Ganze hier schön durchmixen. Ich finde das ziemlich fancy, muss ich ehrlich sagen. Also Spaß macht es definitiv, die zu verwenden. Ne? Erfrischend und super effizient entfaltet das Tuch der Maske die volle Wirkung, wenn es mit der Formel intensiv getränkt ist. Das Ergebnis? Unsere intensivste Pflegemaske. Die intensivste Pflegemaske von Garnier. Auch mal interessant, oder? So. So, die Maske ist, wie ihr seht, sehr, sehr, sehr dünn, was super angenehm ist. Ich habe schon wieder meine untere Augenpatches vergessen. Heute bin ich ein vergesslicher Mensch, Leute. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Und dabei haben wir erst den zweiten Tag der Woche verrückt. Und ja, was ich hier bemerken muss, ist, Mundloch zu klein. Na, hier Augenlöcher auch zu klein, ne? Aber trotzdem. Egal. Ich lasse jetzt 15 Minuten drauf. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Und hoffentlich mit einem immensen Feuchtigkeitsboost. Mal schauen. Ich habe verschiedene Dinge jetzt gerade gemacht, also in der Zwischenzeit. Ich habe erstmal die Augen und den Mund mir vergrößert, weil das ist mir tierisch auf den Keks gegangen. Habe mir dann hier trotzdem noch die Hyaluron-Augenpatches drunter gemacht. Und das Serum, was hier noch drin war, Leute, habe ich komplett für meinen Körper genommen. Da war so viel Serum drin. Echt Wahnsinn. Ich habe jetzt eine ganz weiche, zarte Haut. Wundervoll, ich sage euch das. Okay, ja, die Maske nehmen wir dann jetzt einfach mal runter. Genauso die Augenpatches. Das Ding ist einfach, Vitamin C, ich traue mich da halt noch nicht so dran. Ne? Das ist ja Vitamin C, Fruchtsäure, also ein Kram, alles, was irgendwie mit Säure oder so zu tun hat. Da bin ich super vorsichtig, weil ich halt nach wie vor ein bisschen Schiss davor habe. Jetzt nehme ich mir hier mein Rosenquarz-Vibrationsvieh. Und arbeite mal eben das Serum in die Haut ein. Richtig viel Serum, aber nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass mein Gesicht noch mehr nass jetzt wäre. Aber ich meine, da ist schon ordentlich Feuchtigkeit noch da. Ihr seht ja, wie das drüber gleiten kann. Fühlt sich an, als hätte ich mir jetzt quasi ein sehr, sehr reichhaltiges Gesichtsöl aufgegeben. Weil das, ne, das hatte ich eben auch auf der Haut vom Gefühl her. Das zieht aber nachher noch recht schnell ein. Also meine Haut ist jetzt auch schon, ne, sie ist geschmeidig, aber sie ist halt trocken. Und das wird jetzt auch gleich passieren. Und super angenehmes Gefühl. Also dafür, dass es eine Vitamin-C-Shot-Maske ist. Chapeau, würde ich mal so sagen. Und jetzt könnt ihr euch das Geschehen mal von nahem angucken. Ne? So schaut es nämlich aus der Nähe aus. Ich finde, das ist also auf jeden Fall, also jetzt mal ohne Witz, ne? Am Anfang der Maskenwoche hatte ich nicht so eine gute Haut, wie ich sie jetzt habe. Ich habe eine viel gereinigtere, sagt man das? Nein. Eine viel reinere Haut. Eine Haut, die viel mehr aufgeplumpt ist. Ich kann euch das wahrscheinlich ja doch einfach mal empfehlen und ans Herz legen, euch das einfach mal zu gönnen. Und vielleicht, wenn ich Bock habe, die Idee hatte ich nämlich gestern, mache ich mit euch auch mal sowas wie eine Ampullenwoche oder sowas, dass ich dann 7 verschiedene Ampullen einfach hintereinander mal mit euch zusammen verwende. Schreibt mir gerne, ob ihr da Bock drauf hättet und dann würde ich das einfach mal demnächst auch in Angriff nehmen. Weil ich merke einfach, wenn ich mir wirklich jeden Abend einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehme, als ich das eigentlich schon mache, aber trotzdem, dass es meiner Haut gut tut, ne? Ja, jetzt haue ich jetzt schon das, ich bin ja so, ne? Ich haue dann immer mitten im Video schon ein Fazit raus, das ist ja auch bekloppt, aber ja. Also ich finde einfach, dass es meiner Haut gerade sehr gut geht, auch wenn sich hier noch so ein bisschen, ne, ihre Male von diesen Rötungsgeschichten hat, da muss man einfach Zeit drüber laufen lassen, in Anführungsstrichen. Aber ansonsten überhaupt nicht so trocken, ne? Weil ich habe ja so trockene Haut sonst. Fühlt sich schon gut an. Ja, und jetzt schwingen wir uns aus Frankreich weiter und reisen ins nächste Land. Und weiter geht die wilde
Europareise auf in die Schweiz und da habe ich von Anané Premium Natural Skincare die Purgatio Detox Mask. Das ist diese hier und die soll mein Gesicht quasi detoxen, also quasi auch wieder ein bisschen so klären und so weiter, ne? Genau, ja, das ist 94% pflanzenbasierte Inhaltsstoffe, 6% roter Lehmmineralien, das ist vegan, tierversuchsfrei. Jo. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Beauty Love Box, glaube ich. Mit Borage-Öl und Lotuswasser und roten Lehmmineralien. Das heißt, ich sehe gleich wahrscheinlich ganz rot aus. Theoretisch kann man die auch auf Hals und Dekolleté auftragen, wenn man möchte. Aber mir reicht das jetzt einfach mal so, weil ich kriege hier meistens noch so Hautunreinheiten. Und jetzt lasse ich die trocknen. Dann werde ich mir die abwaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber ihr könnt es noch ein bisschen genießen, denn das sieht echt dämlich aus, wie ich jetzt aussehe, oder? Das sieht echt freaky aus. Leute, das war wirklich gut. Ich habe das ja in einer relativ dünnen Schicht aufgetragen und konnte das jetzt auch einfach so abwaschen. Also ich habe mir da einfach so ein Abschmink-Mikrofasertuch gedunsen genommen, ne? Nass gemacht und dann einmal so übers Gesicht und da war die Maske auch tatsächlich schon ab. Das hat sich nicht irgendwo festgekrallt oder so, was du sonst auch mal gerne von diesen roten Lehmmasken und sowas hast. Es war echt auch mild und sanft zur Haut und das finde ich immer sehr gut. Ansonsten raste ich immer aus, wenn ich das dann irgendwie runterschrubben muss oder sonst irgendwas. Und da hast du einfach gemerkt, dass das Produkt dann auch irgendwie pflegend ist und nicht nur, ich schrubb dir alles vom Gesicht ist, ne? Und das fand ich nett. Jetzt sehen wir dann auch nochmal von nah mein Hautbild und hören mein Handy, weil irgendwer mir schreibt. Es sieht geklärt aus. Es sieht aus, als wäre es halt irgendwie, keine Ahnung, gereinigt, aber jetzt nicht hart gereinigt. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht jetzt wie bei der Peel-Off-Maske, wo ich mir das halbe Gesicht mit abgerissen habe. Und das ist definitiv auch eine Maske, die ich gerne weiterverwenden werde. Das ging echt rucki-zuck und das kann ich mir auch gut vorstellen, bevor ich duschen gehe oder so, dass ich mich abschminke, mir kurz durchs Gesicht wasche, dann die Maske drauf lasse, 10 Minuten kurz einwirken lasse, dann wird die trocken und dann gehe ich unter die Dusche und kann das einfach so abwaschen. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ja, meine Nase glänzt, ne? Irgendwas ist da auch gereinigt worden. Doch, sieht auf jeden Fall gut aus. Gefällt mir. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Exkurs in die Schweiz. Und ja, ich freue mich drauf, die weiter aufzubrauchen. Denn das hier ist echt 25 Milliliter, ne? Da hast du noch richtig lange was von. Das finde ich mega cool. Also, geiles Produkt, empfehlenswert. Anané Purgatio. Schaut euch die auf jeden Fall an, wenn ihr eure Haut klären wollt, aber sensible Haut habt. Ich glaube, dafür ist die auch extrem gut geeignet. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir unsere Europareise abschließen werden. Tja, und wo endet unsere Europareise? Natürlich zu Hause in Deutschland, weil wir sind ja alle auch irgendwie heimatverbunden und ich bin ein kleiner Heimscheißer. Ich bin ja nicht so der Reisemensch, deswegen ist es klar, dass wir wieder in Deutschland aufhören werden und selbstverständlich verwende ich da auch die Produkte von Dalton, denn mit denen habe ich die Kooperation, die Produkte mag ich richtig gerne, sonst würde ich euch nicht ständig damit auf den Keks gehen und euch die in die Kamera zeigen, ne? Und auch heute werde ich mir unter meine ganz normale Maske wieder Eyepatches machen. Das ist ein neues Produkt von Dalton übrigens. Hydrogel Eyepads und Instant Effect Panthenol und Hyaluronsäure. Bye bye Tired Eyes. Jo. Ich muss gestehen, wir haben es jetzt ja abends, ne? Es ist 21:24 Uhr am Freitag. Ich habe eben mein Gesicht gepeelt und die Detox-Maske von gestern hat so ein bisschen bewirkt, dass meine Unreinheiten, die unter der Haut geschlummert haben, ausgebrochen sind. Man sieht es wahrscheinlich auch hier schon an der Stirn, ne? Die ist sehr gepunktet und rastet ein bisschen aus. Hier unten ist es auch deutlich gepunkteter, als es gestern der Fall war. Und dann habe ich eben so ein Gesichtspeeling gemacht und jetzt fühlt sich das alles auch relativ gereinigt an, ne? Also es ist so, als hätte ich quasi wirklich einmal so eine Reinigung, so eine Detox-Geschichte gemacht. Deswegen bietet es sich jetzt auch mega an, dass ich auch diese feuchtigkeitsspendende Geschichte verwende. Die Pads sitzen. Facecare Hydrolift Biozellulose Maske ist auf jeden Fall von den Tuchmasken die, die ich am coolsten finde, weil die mir halt richtig Fettfeuchtigkeit gibt, ne? Also damit kann ich mir nachher dann auch meinen ganzen Körper wieder einschmieren. Also mit dem, was quasi noch in der Maske drin ist und was an Serum hier noch drin ist. Okay, man könnte theoretisch sich hinlegen und dann diese Viecher hochklappen. So, und die Maske lasse ich jetzt so, ja, 20 Minuten ungefähr drauf. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall wieder. Ja, diese Masken kann man eigentlich immer ewig und 3 Tage drauf lassen. Das ist so angenehm, finde ich. Naja, jetzt nehme ich sie jetzt aber mal runter.
Guckt, das eine Augenpad hat sich auch schon mit runternehmen lassen. Und ihr seht, das ist halt wirklich, da ist noch ordentlich Feuchtigkeit drin. Das kann man sich dann wirklich auf den Hals noch geben und auf das Dekolleté, wie man das möchte. Ne? Theoretisch kann man die auch zurück in die Verpackung packen und dann nochmal verwenden. Ich verwende sie jetzt einfach so, wie sie sind und packe sie direkt auf mein Gesicht halt drauf. Das Serum, was jetzt hier drauf ist auf meinem Gesicht, arbeite ich mit den Händen ein bisschen ein. Das mache ich tatsächlich mit den Händen und nicht mit dem Tool, weil dieses Serum ist so leicht klebrig und das trocknet halt super schnell ein. Das heißt, das kannst du schlecht mit dem Tool verteilen. Deswegen mache ich das eben mit den warmen Fingern, weil mein Gesicht ist jetzt super kalt. Aber das ging jetzt auch super schnell, ne? Also zack, es ist jetzt schon direkt angetrocknet, eingetrocknet, eingezogen und es fühlt sich so angenehm erfrischt an. Das ist Wahnsinn, so viel Feuchtigkeit, wie diese Maske mir immer gibt. Das ist das, was meine Haut auch braucht. Ja, das ist jetzt tatsächlich nicht nur das Finish nach dieser Maske, die ich ja wirklich gut jetzt empfunden habe und ne, wo man auch sieht, mein Gesicht ist auch schön mit Feuchtigkeit versorgt und das ist auch jetzt ein schönes Nachherbild, sage ich mal, von der ganzen Maskenwoche, die ich gemacht habe. Die ging jetzt ein bisschen länger, weil ich mal ein, zwei Tage dazwischen hatte, wo ich gesagt habe, habe ich keine Zeit für, habe ich keinen Bock drauf, aber man muss sich auch nicht zwingen. Also ich finde, Spa ist etwas, was man sich gönnen sollte, wenn man einfach Bock drauf hat, finde ich so, ne? Genau. Auch meine untere Augenpartie ist jetzt schön geglättet, mit Feuchtigkeit versorgt. Das ist so aufgepolstert und ich weiß, dass wenn ich morgen früh aufwache, dass mein Gesicht sich super schön anfühlen wird. Natürlich gebe ich mir gleich noch eine Nachtcreme auf und ich gebe mir auch noch eine Augencreme auf, das mache ich immer und genau, aber ich brauche mir jetzt einfach nicht ein Serum drauf geben, weil das hat die Maske jetzt erledigt. Bis auf die Detox-Maske habe ich jetzt alle Masken hier, denn die Detox-Maske befindet sich in meinem Badezimmerschrank, damit ich sie in den nächsten Wochen einfach aufbrauchen kann, weil es ist ja einfach auch ein eine Tube gewesen und ich habe gerade vergessen, sie einfach zu holen. Genau, aber ich wollte euch jetzt am Ende einfach nochmal zeigen, das hier waren jetzt die Masken, die ich gemacht habe. Ihr habt sie auch auf dem Thumbnail schon gesehen und es hat mir gut getan. War jetzt irgendwas dabei, wo ich sage, war ein absoluter Flop? Ja, auf jeden Fall die Peel-Off-Maske. Die hat mir wieder gezeigt, dass ich kein Fan von Peel-Off-Masken bin. Die anderen haben einfach so im Laufe der Zeit mir so ein richtig tolles Gefühl gegeben. Die haben mir einen schönen Weg gegeben und einfach mir hat diese Europareise sehr gut gefallen und ich fühle mich erholter. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen Me-Time gönnen können. Vielleicht hat die eine oder andere von euch ja auch zusammen mit mir während des Videos eine Maske gemacht. Wenn ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Maske du gemacht hast und wie sie so war. Das würde mich nämlich interessieren, denn Leute, ich bin doch immer bereit für neuen Input, um auch neue Masken hier noch weiter austesten zu können. Ja, genau. Das war es auch schon von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!